Herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, die Reise geht weiter. Wir fahren jetzt in Kappadokien hinein, vor allem in die Underground Cities. Und ich nehme euch da mit. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind jetzt in diesem armenischen Dorf. Vorher waren wir noch bei einer Kirche, die ist auch halb zusammengeflogen. Und jetzt sind wir beim Moses Tree. Ja, eine Sage um Mose. Der Baum ist etwa 2000 Jahre alt. Und man kann reingehen. Und hier gibt es noch schönes, gutes Trinkwasser. Und so sieht es im Baum aus. Cool, he? Im Baum. Aber der ist immer schwarz. Wieso das? Hm? Immer schwarz. Ich weiß nicht, ob das geteert wurde dann innen. Nein, das sind alle. Ich habe das auch schon in Amerika gesehen. Frühmorgens stehen wir hier in Hyder Bay beim Mosesbaum und machen Picknick, Frühstück. Ja, wir sind jetzt ein paar kleine Bergstraßen unterwegs und immer wieder ist die Straße weggebrochen, wie hier, oder Steinschlag von links. Da sieht ihr den Strommast, der ist auch völlig krumm. Hier fehlt ein Stück der Straße. Schön Abstand halten, da seht ihr, da hat es gerissen. Da fahre ich mal ganz links. Also überall sieht es so aus, die Straße immer mal wieder kaputt. Wir sind auf der Suche nach Tomaten und gucken jetzt mal hier in die Zelte hinein, Gewächszelte. Der Süleyman zeigt uns mal seine Zucht hier. Mal schauen, was uns da gut schmeckt. Ja, hier gibt es die großen und auch die kleinen, verschiedene Sorten. Und wir möchten eigentlich Zuchtsamen haben, damit man irgendwie die auch selber zu Hause züchten kann. So sieht es aus, wenn man Tomaten kauft, irgendwo an der Straße bei einem Händler. Dann bleibt man gleich mehrere Stunden, trinkt Tee, kriegt zu essen und gute Tomaten und gleich noch Saatgut. Ich nehme Saatgut mit, vielleicht werde ich mal sässig und pflanze die Tomaten dann an. Kommunikation via Telefon mit Süleyman. Wir sind hier gerade bei ihm nochmal eingeladen. Wir sind schon 3 Tage hier im Bergdorf und die Gemeinschaft findet hier draußen statt. Und es ist wunderbar, mit den Türken hier zu sein. Die schlafen oftmals noch in den Zelten eben. Und ja, wir haben da einen schönen Platz gefunden. Es war aber mega windig. Es war da hinten, da unten ist gleich die Küste und das Dorf Samandak. Und es hat so fest gewindet, dass der Camper immer geschaukelt hat. Ich dachte immer, könnte auch ein Erdbeben sein. Aber es war keins. Ja, und hier im Zelt, hier drin, sind wir zum Essen eingeladen worden, zum Frühstück, reichlich gedeckt. Beim Händler, wo wir Gemüse gekauft haben, hat uns gestern Abend schon eingeladen, aber da waren wir ja im Restaurant. Also Restaurant, das war so mehr privat, aber wir haben da bezahlt. Und jetzt haben wir ihm gesagt, wir kommen dafür zum Frühstück. Das ist ja unglaublich, jetzt konnte ich denen noch beibringen, dass man die Minze in den Tee reintun kann. Und dann habe ich sie überzeugen müssen und dann haben sie die Minze in den Tee reingetan und sie finden es ganz, ganz gut. Ich glaube, jetzt machen die das immer. Muss ein Schweizer da nach Türkei kommen, um dem Teeland dieses zu zeigen. Ich habe ja das von Marokko und Tunesien. Jetzt zeigt er mir noch seinen Stall. Er hat 2 Kühe, ein Muni und eine Kuh, die muss wohl gebären. Ja, mehr haben die hier nicht. Also hier ist Schlaraffia-Land für Zitronenbaumfreunde. Es ist der Wahnsinn. Ich will auch so einen Baum, wenn ich mal ein Stück Land habe. Riesen Zitronen gibt es hier. Wir haben ein neues Taxi gefunden und fahren hier mit dieser 3-Rad-Karre, nein, 4-Rad-Karre, jetzt dann zur Titushöhle. Oh, jetzt sind die Hunde da.
So, das ist jetzt mein neuer Camper. Freiluftcamper mit diesem Bauerntraktor und die Hunde hinten drauf. Muss noch eine Matratze hinten drauf tun, dann kann ich da schlafen. Überall sieht man die römischen Spuren, da oben ist auch irgendwas gestanden. Da oben steht der Camper. So, schau, das ist noch. Wir sind wieder mal auf den Spuren der Römer. Wir gehen in den Titus-Tunnel hinein. Oh, und wir haben einen Führer sogar. Der Süleyman. Also, wir finden bereits schon Gräber im ersten Felsen. Wahnsinn. Also, wir finden hier alles wieder mal Höhlengräber. Fantastisch. Das hat er mir gerade gezeigt, dass da oben ist ein Kreuz, das sind christliche Gräber. Also christliche Gräber, das ist die richtige Grabkammer da. Wow. So, ich nehme euch mal mit, wir gehen da hinein. Das ist sowas von interessant. Ja, das ist Mama. Ich meine, da waren früher alles Deckel auf den Gräbern. Vielleicht war hier auch, da waren Säulen. Vielleicht war hier auch eine Kirche, vielleicht. Sehr, sehr interessant. Hier die Säulen sind jetzt weg. Ich weiß nicht mehr, es ist so lange her. Sandra, geh. Ja, ich komme gleich. Fantastisch, ein nächster Raum. Alles in den Höhlen, alles in den Fels gehauen, unten Gräber und oben, weiß nicht, ob da noch nur Gräber sind oder vielleicht haben sie auch Gottesdienste gefeiert. Lauter Gräber unter mir, kann man drüber wandern. Sind wir noch hinten gelaufen, ihr seht hier, ich muss mit der Taschenlampe leuchten, aber voll interessant. Hier stehen die Säulen noch. Menschi, was ist denn los? Sind alle da? René Höhlenforscher forscht hier in den Gräbern rum. Das wird mir ja noch die dürfte nennen. Das wird mir ja noch die dürfte nennen. Jetzt gehen wir in den Titus-Tunnel hinein. Diese alte römische Brücke hat das Erdbeben überstanden oder mehrere sogar. Sie steht immer noch. Und das ist nun der Titus-Tunnel. Der geht von der anderen Seite bis zum Meer runter. Sieht aus wie ein Flussbett.
Also hier oben rechts sieht man, hat man das Wasser rausgeleitet. Da unten fließt es immer noch. Oh, das ist ja fantastisch. Das ist etwa 6 Meter hoch, schätze ich. Also hier eine riesen Spalte, die wurde vermutlich reingehauen. Erinnert mich an Saudi-Arabien. Süleyman und seine 2 Söhne begleiten uns durch diese mächtige Tunnellandschaft hier. Es gibt mehrere Möglichkeiten, entweder auf dem Aquädukt zu laufen oder wie wir, einfach da unten. Am Boden ist zwar feucht und rutschig. So, jetzt ist es dunkel, aber ich habe die Taschenlampe dabei. Interessant. Dahinter geht es wieder raus. So, ich laufe jetzt auch da oben, ist ein bisschen einfacher. Tja, die Hunde haben 4x4. So, mal schauen, was uns da hinten erwartet. So, da kommt der Nachschub. Tja, da ist die alte Aquädukttechnik. Und hier macht man das ganz einfach. Eine Plastikröhre. Da oben ist ein Auge eingemeißelt. Also der Kaiser Titus und der Kaiser Vesperian haben diesen Tunnel gebaut. Der eine wird angefangen haben, der andere den fertig gemacht. Einerseits um Wasser nach vorne zu fördern, aber dann hat er noch irgendwas von Gold erzählt. Vielleicht um das Gold von hinten von den Bergen zum Hafen zu bringen und dann zu verschiffen. So, die Höhle Titus fertig, jetzt sind wir da ins Dorf gefahren, runter bei der Küste und da ist wieder die bittere Realität des Erdbebens. Also wir sind hier in Zeflig, kleines Dorf, dahinter ist sogar eine Mähmaschine auf dem Tisch. Das Leben findet jetzt draußen statt, das ist eigentlich ein Caravan-Campingpark, den hat man jetzt eingerichtet. Da hinten ist die Küche, Essensausgabe. So, hast, Ufe, hopp. Heiler Gang, Ufe. Hopp, hast, Gang, Ufe. So geht das. So, Außenküche, da wird gebacken. Das schauen wir uns schnell an. Wie die das machen. Aha, die kleben es nicht an die Wand. Doch, da. Kleben sie an die Wand. Aha, mit dem. Sehr gut. Also den Rönne kann man wieder mal glücklich machen mit einem Topf Honig. Den haben wir jetzt hier gekauft. 15 Euro. Aber die waren so gastfreundlich. Wir fahren weiter von Samadasch an der Küste entlang. Schön langsam am Strand. Sind wir mal von der Hauptstraße runter an einer schönen Stelle. Einfach mal zum Gucken. Kleine Strandfahrt hier mit dem Versuch hier durch diesen Sand zu fahren. Der Kies ist weich, aber mit wenig Reifendruck haben wir es doch geschafft. Ab durch die Blumen, das war jetzt irgendwie nicht der Plan, aber irgendwie geht es nicht anders. Gut, hat er so einen kleinen Wendekreis. Eigentlich wollte ich nur mit der Angie Gassi gehen, aber
So schnell geht es hier mit diesen doch sehr anhänglichen anatomischen Hunden. Auf einmal sind es 5 insgesamt. Laufen wir die ganze Zeit hinterher. Unglaublich, ich sag halt und die stehen alle an der Kreuzung. Es ist wahrlich. Die sind nicht erzogen, die machen mit. Also da sagt noch einmal einer hier in der Türkei, in der Nacht ist es gefährlich, man wird sowas von beschützt hier. Angie hat ihren Spaß auch noch dabei. Also jetzt sind es schon 600, die hier alle mitlaufen. Eine frühmorgendliche Hundegruppe, die uns begleiten. Tja, wenn man da in die Stadt geht mit Hunden, dann kriegt man Besuch. Ganz viele Hunde begleiten uns. Wir haben auch beim Camper übernachtet. Wir sind jetzt unterdessen in Kappadokien und hier gibt es ganz viele Underground-Höhlen und eine besichten wir jetzt. Und zwar wurden die gebaut von den Christenverfolgungen, als die Araber hier einmarschiert sind. Überall haben die Christen halt diese unterirdischen Wohnungen gebaut und die sind riesig, hat zum Teil Platz bis zu 220.000 Leute. Also, das ist jetzt nur der erste Underground, also erster Stock. Insgesamt 8 Stöcke geht es runter. Und ihr seht, wir sind nicht alleine, weil das ziemlich die größte ist, deswegen auch touristisch. Also, es gibt ganz viele solche Räume und das Ding hier ist wie ein Labyrinth. Es ist natürlich nicht alles erschlossen, wie hier zum Beispiel. Hier sind wir jetzt in einem größeren Raum, hier wie so brückenartig haben sie das gesichert. Also viele Gänge wurden zugemauert. Ich habe eine Taschenlampe mitgenommen, ich bin ja ganz schlau. Also da gibt's. Da unten sind auch Leute, die sind aber von woanders hingekommen. Also sehr interessant, geht jetzt nicht überall rein, ich bin ja keine Ratte. Stone Door, das ist also ein Stein, den man vor den Eingang schiebt, um zu schließen. Voilà, ist man geschützt, nicht schlecht. Also die Angie wollte da oben nicht warten, die kommt jetzt einfach mit, scheiß drauf. Also ein riesen Labyrinth, von überall kommen die Leute runter. Jetzt guckt euch das an, ey. In meinen 8 Stockwerke ging das runter. Ich denke, sie kommt das einfach vorbei. Einfach vorbeigeschnuckelt, ohne Eintrittskarte. So, nochmal ein Stock runter. So, jetzt sind wir bald im 4. Untergeschoss. Was man alles machen muss, um sein Leben zu schützen. Und die Angie ist natürlich das Highlight von all diesen Tunnels. So, hier hinten ist die Kirche, also eine Kirche im Untergrund. Weiterer Raum, das sind dann schon größere Gemeinschaftsräume, eben auch Kirche. Es hat da so viele Räume, man muss sich entscheiden, wo man durchgeht. Ach, das Ding ist etwa 1,2 Meter hoch, dahinter sind die Gräber. Da kriegst du einen Hexenschuss, du. Jetzt weiter, das Ding ist 1 Meter hoch, also ideal für Angie, aber fertig. Also wenn du doch keinen Hexenschuss hast, danach hast du bestimmt... Ja. Kalt ist nämlich auch noch und man läuft hier total gebückt. So, wir sind am Ende angelangt, irgendwie, weiß nicht, 50 Meter underground. Jetzt geht's wieder zurück. Vorteil ist, wenn man einen Hund dabei hat, dass alle weggehen, weil sie denken, oh scheiße, Wolf. Gibt richtig Platz da. Oh Gott, wir müssen hier raus, so viele Leute.
Ja. Da kommen wir ganz schön ins Schnaufen. Ja, ist nicht so meins, wenn so viele Touristen da sind. Wir sind viel zu spät dran. Man kann sich da ganz schön verirren, aber das meiste ist Sackgasse. Aber hier, man sieht, es wird grün, das heißt, wir nähern uns dem Ausgang. Und ihr seht jetzt mal, wenn die das verschlossen haben, da ist so ein Stein vorgeschoben, dann geht es einfach nicht weiter. Unmöglich, da durchzukommen. Der René muss natürlich durch jedes Loch. So, das war die Underground City von Derikuyu, habe ich vergessen zu sagen. Aber hier sind wir bereits in der nächsten, in Özlücke. Die kennt fast keiner und da gehen wir jetzt rein. Da kommt nämlich jemand, der schließt uns auf. So, hier schön versteckt. Das ist ein Mann. Jetzt ist noch ein Mann gekommen. Offenbar ist das der Führer, keine Ahnung. Nicht touristisch erschlossen. Keine Menschen, nur wir. Gefällt mir schon besser. Vermutlich ist die nicht so groß, aber doch. Wow. Auch schön. Oh, da drin hat es Wölfe. Meine Wölfe. Ja, ist ein bisschen anders, hä? Aber geil. Oh, so hat man sich versteckt. Ja, so hört man von weiter, ey. Die rennen da durch, du. Das ist natürlich das Paradies, du. Ja, wir laufen einfach. So, dieser Herr kam von weitem her gerannt. Nur verstehen wir ihn nicht. Trotzdem. Sehr interessant. Diesmal ist Ayla dabei. Also es hat da ganz viele Gänge. Hier wurden sie in der Neuzeit gestützt, offenbar. Damit das Ganze nicht zusammenfällt. Ich meine, hier könnte man super Wein lagern. Es ist kühl. Das war vermutlich die Kirche. Ecclesia. So, dahinter sei die Küche gewesen. Und da unten das Wasser. Der Wasserspeicher. Der Water, ja. Also hier drin hat man gekocht. Hier hat man Feuer gemacht. Und das Kamin natürlich. Muss ja irgendwo wieder raus. Also das ist was für Hunde oder kleine Menschen. Da geht es irgendwo weiter, aber ihr seht, man muss kriechen. Da hinten ist es fertig. Zu. So, wir gehen einen Stock weiter. Die Hunde rennen da runter. Man hört sie wie Pferde. Ihnen gefällt das natürlich. Wir laufen da schon 50 Meter. Ja. Ja, da geht's durch. Aha. 15 Meter. 15 Meter geht's da runter. 15 Meter. Ja, da runter. Ja, geht richtig runter. So, jetzt bin ich da hochgestiegen. Wir sind in einem Bereich. Aua, schlage mir wieder den Kopf an. Wo kein Licht mehr hat. Wo fast niemand mehr hingeht. Aber mein Erkundungsdrang bringt mich immer weiter. So, das Ende erreicht, da ist zugeschüttet. Kaputt. Also wieder zurück. Das waren etwa 15 Meter. Dann lass uns jetzt hier erfahren. So, da bin ich runter. Beziehungsweise hoch. Geil. So, ein Zeichen, dass wir Freude haben. Also das ist das Paradies. Das Paradies, Büro. Ja, Wein machst du das. Wein. Wein. Wein, ja. Wein.
Ja. Also hier haben sie den Wein gelagert. So für in Wessen. Feuer? Feuer. Ja, Luft, ja, eine Kapelle. Die Luft? Ja, Luft. Der spricht sogar Deutsch. Feuer. Gell, Angie, das ist der Spielgarten hier. Da sieht man mal eine richtige Tür, wie wir sie in einer anderen Höhle gesehen haben. Ich meine, das ist ein Riesenteil. Hier hat man dann sich eingeschlossen und eigentlich unmöglich, da dann reinzukommen. Da kommen wir wieder raus. Also dem René, wenn man sagt, da ist jetzt das Licht zu Ende und eigentlich ist es gar nicht mehr für Besucher, dann muss er da erst recht reinlaufen. So, wir sind wieder irgendwo, wo es kein Licht gibt, nicht erschlossen, aber interessant natürlich. Also hier keine Touristen, weil man braucht eine Lampe. Es gibt so viele Durchgänge, es ist echt ein Labyrinth. Unter der Erde, ich denke, die Maulwürfe werden es ähnlich haben. Wir sind jetzt wieder dann beim Ausgang und diese Räume wurden dann irgendwann später als Viehräume benutzt. Man hat da die Kühe und so weiter reingetan. So, der hat das privat ein bisschen renoviert, der Herr. Und wir haben ihm jetzt 200 gegeben, also wir haben gefragt und das ist okay, weil er hat ja auch Arbeit und das Licht, aber es ist eigentlich nicht offiziell hier. Auf unseren Reisen pflegen wir viel Kontakt zu den Einheimischen, egal wo wir sind. Wir lernen immer irgendwelche Leute kennen, hier aktuell im Berbershop. Und da haben wir was gekriegt, habe ich noch nie gegessen. Das heißt Bardem, kann man irgendwie so essen. Ja, und jetzt trinken wir hier drin mit diesen netten Leuten einen Tee. So, der Barbershop. Schön hergerichtet, weil das Dorf selber sieht nicht so schön aus. Aber genau das macht es interessant. So, das war es wieder von uns. Wir sind ja bereits schon wieder in Deutschland, manche haben uns hier schon gesehen. Aber wir sind ein bisschen hinterher mit dem Videoschneiden, deswegen kommen noch ein paar Videos auch und ihr wollt ja auch was sehen. Und ich werde hier ein bisschen Reparaturen machen und ja. Also, die nächste Reise geht nach Göreme, wo da all diese großen, vielen Heißluftballone sind. Also bis dann und tschüss.